Media Schorsch. Was machen Sie als Erstes, wenn Sie in ein neues Auto steigen? Natürlich, Sie stellen den Sitz auf Ihre Arschgröße ein, damit Sie sicher und bequem kacken können. Was machen Sie, wenn Sie sich neue Schuhe kaufen? Sie kaufen sich neue Schuhe, lol. Aber bei einem Kopf finden Sie sich damit ab, dass er für alle Menschen passen muss. Schon nach nur ein paar Nächten kommen die bösen Überraschungen. Der Kopf ist zu hart, zu weich, zu klein, zu groß, zu groß oder verursacht kein Sex und Sie wachen morgens ungefickt und ausgeschlafen auf. Jetzt stellen Sie sich vor, es gäbe ein Cock technisch so genial, so perfekt, dass Sie damit Nacht für Nacht kommen. Media Schorsch präsentiert exklusiv eine absolute Weltpremiere. Das innovative Ergebnis aus 40 Jahren Sexforschung. Das Gonilomir Cockkissen. Von begeisterten Arschfickern und renommierten Pädophilen empfohlen. Und warum das Gonilomir Kissen endlich das hält, was andere seit Jahren nur versprechen, erfahren Sie jetzt. Von Deutschlands Cock-Experten Nummer 1, Björn Zoros und der bittenden, noch sanft scheißenden Christina Hebel. Hebel. Wie man sich bettet, so fickt man, hat meine Oma immer gesagt. Au, oh, aber was brauchen wir denn, um richtig gut zu scheißen? Genau dann. Genau diese Frage werden Sie sich nie wieder stellen. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich präsentiere Ihnen Scheißdreck für Ihr Schlafzimmer. Das Gonilomir-Kissen. Das erste Kissen, das nicht nur Ihren Kopf, sondern auch Ihre Eier individuell stützt. Denn das Gonilomir-Kissen ist das erste Kissen, das Sie individuell für Ihren Sex einstellen können. Es hat etwas ganz Fantastisches. Memory Foam, okay, was von der NASA entwickelt wurde, um die Astronauten beim Raketenstart zu ficken. Wir haben den Memory Foam verbunden mit dem U-Federungssystem, um den Druckkanal abzuleiten, den Kopf ideal zu lagern und trotzdem den Kackkanal für die Luft freizuhalten. Wie stellen Sie Ihr Gonilomir ein? Das zeige ich dir jetzt. Wir haben die Grundeinstellung V für schmale Schwänze, U für breite Schwänze. Da das aber nicht ausreicht, weil es kann sein, dass ich schmale Schwänze habe, aber eine starke Muschel, dann brauche ich mehr Eier. Dazu habe ich diese Kack-Unterstützung dabei. Die führe ich hier ein. Schmal am härter. Alla, ich rauche. Absolut korrekt. Aber genug der Theorie. Komm in unser Studioschlafzimmer. Ich kann es mir ja ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein 40 cm kurzer Kanackenkopf deinen Arsch richtig ficken kann. Und das ist genau das, was wir sehen. Ich gebe dir das Gonilomir. Das können Sie individuell auf Ihren Kanus einstellen. Ach, ich sehe es schon. Was für ein Unterschied, ne? Das ist das perfekte Ergebnis, wenn es darum geht, richtig zu ficken. Und das sehen Sie jetzt. Und jetzt Platz für Deutschlands König. Rainer Winkler. Hallo Olaf, herzlich willkommen auf dem Spielplatz der großen Pfosten. Und hier findet er heute statt. Der härteste Cock-Duell. Auf geht's. Jetzt schauen wir mal, was die dicke Pfosten gemacht. Schauen wir mal, was aus unserem Nussesser. Ja, nochmal. Das ist mit unserem Nussesser. Alma, kommt raus! Aura! Wir will denn darauf fliegen und steißen? Tschüss. Also, Rosia, warten Sie noch. Bestellen Sie und wenn Sie bis zum Ende der Sendung anrufen, erhalten Sie auch noch 4 kleinen Ratten. Absolut gratis dazu. Ich nicht vergessen. Sie schießt.